Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über den Begriff Selbstverantwortung. Lassen wir uns erstmal über Verantwortung reden. Wird ja so gerne auch im politischen Bereich genommen. Ja, ich trage die Verantwortung dafür. Eins der größten Blablas, oft gelogen, verlogen. Aber da wir ja heute meist schon nicht mehr in der Schule und sonst wo überhaupt lernen, was bedeuten diese Wörter, kann man schon keine mehr übernehmen, dass sie die Verantwortung nicht richtig begreift. Es geht nicht nur darum, wie es in dem Wort steckt, eine Antwort zu geben. Dann wären die Politiker wahrscheinlich schon aus dem Schneider. So, ja, ich habe eine Antwort gegeben. Und das ist, was ja oft passiert. Es kommen keine echten Konsequenzen raus. Aber wirklich die Verantwortung zu übernehmen für etwas, bedeutet, die entsprechenden Konsequenzen zu tragen. Und Konsequenzen zu tragen, heißt noch lange nicht, die entsprechenden Konsequenzen zu tragen. Es gibt diesen blöden Witz, wo auf der Straße, Landstraße, der Autofahrer ein Huhn überfährt, anhält und das tote Huhn zur Bäuerin bringt und sagt, ich würde es gerne ersetzen. Und die Bäuerin ganz erstaunt war, was, Sie können Eier legen? Nein, er kann die Verantwortung in dem Sinne nicht übernehmen, dass er das Huhn wirklich konsequent ersetzt. Wir können vielleicht Schadensersatz leisten. Und so werden Konsequenz und Verantwortung heute sehr schnell missbräuchlich genutzt, wenn es darum geht, irgendeine Ersatzleistung zu machen. Oder, wenn wir jetzt schon ein bisschen hier auf die Politik ein bisschen einschießen, Verantwortung bedeutet ja oft, okay, ich gebe dieses Einkommen auf und lass mir dafür das andere geben, also schieb mich auf eine andere Position. Und die Verantwortung zu übernehmen bedeutet ja dann im Regelfall, ich habe Mist gebaut vorher, ich habe meinen Job nicht richtig gemacht. Statt zu sagen, jetzt mache ich die Arbeit richtig, übernehme ich die Verantwortung, tue gar nichts oder gehe woanders hin. Das hat nichts damit zu tun. Also wenn ich bei diesem vielleicht so ein bisschen witzig gemeinten Huhn bleibe, dann das Huhn sein, das Huhn werden. Da kommen wir der Verantwortung näher. Und was bedeutet nun Selbstverantwortung? Meistens sagen wir so, oh, das ist dir passiert, das ist deine Verantwortung. Ist ja hier Ursache, Wirkung. Das ist wiederum eben sehr kurz gesprungen. Es geht um viel, viel, viel mehr. Wir hatten ja schon das Thema, wer sind wir wirklich, wirklich? Wenn ich ein niederes Bewusstsein habe oder nur ein reines Ich- oder Ego-Bewusstsein, dann kann ich natürlich Selbstverantwortung nur im Rahmen des Egos annehmen. Mein Ego sagt das, benutzt das Wort. Das Ego weiß ja nicht mal, was selbst wirklich ist. Deshalb ist ja die Selbsterkenntnis so wichtig, um wirklich klarzukriegen, was ist das wahre Selbst. Und wenn ich das wahre Selbst habe, dann beginnt die Selbstverantwortung. Dann kann die bewusste Selbstverantwortung beginnen. Dann versteht man mehr und mehr, mein Selbst entscheidet alles. Aus meinem Selbst heraus gestalte ich das Leben. Deshalb hat das Selbst immer alle 100% Verantwortung für das, was es kreiert. Was sozusagen dem Selbst geschieht, beziehungsweise das Selbst erlebt, erfährt. Und das hat
möglicherweise in Außenwirkung etwas zu tun, aber insbesondere im Inneren, in der inneren Welt. Alles, was wir innen drin empfinden, liegt wirklich in unserer eigenen Verantwortung, denn kein anderer kann uns in dem Sinne ärgern. Kein anderer kann uns glücklich machen. Nichts Äußeres kann uns glücklich machen. Ja, heißt es immer, wenn ich dieses und jenes habe, den Wohlstand habe, bin ich glücklicher. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir ja, dass die Reichen nicht alle glücklicher sind, weil das Glücklichsein, ein Seinszustand, nie vom Außen abhängen kann. Und das bedeutet, Selbstverantwortung bedeutet eben insofern, dass das Selbst auch wirklich immer die Antworten gibt. Nicht das Ego, nicht die Subpersonality, nicht die kreierte Persona, nicht das, womit ich mich identifiziert habe, sondern ich bin auch in dem Sinne dem wahren Selbst gegenüber verantwortlich. Denn nur das wahre Selbst kann das wahre, kann das Selbst leben oder nicht leben, kann es negieren. Wie wir so oft sagen, so wider besserem Wissen, wider dem wirklichen Selbst zu agieren. Und diese Verantwortung, diese Selbstverantwortung haben wir nur selbst. Und insofern haben wir auch die Selbstverantwortung für alles, was wir in der, wie wir so sagen, in der Raum-Zeit-Ebene verwirklichen wollen, was dort materialisiert werden wird, gelebt, erfahren werden soll. Und es ist nicht jemand anders dafür verantwortlich. Immer aus unserem Selbst heraus. Aber wir können es negieren. Aber das ist in uns steckt, in Anführungsstrichen, sagt eben auch dieser Begriff Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstentwicklung. Das Selbst ist da, es muss nur entwickelt und freigelegt werden. Education im Englischen geht zurück auf das lateinische Wort educare, das heißt im Prinzip herausholen, was drin ist. Aber wenn wir immer im Außen die Lösung suchen, können wir eben dem nicht begegnen, was wirklich in uns drin ist. Und deshalb gilt es darum, sich vom Außen in der Form zu lösen, um das Selbst zu erkennen, um die Selbstverantwortung zu ernehmen. Und dann sind wir wieder dabei, um von dort aus zu gestalten. Also, der heiße Tipp ist, zumindest jetzt hier mal zu reflektieren, Zeit zu nehmen und diesen Begriff Selbstverantwortung wahrzunehmen. Wenn ich wirklich, soweit es mir gelingt, und wir haben eine Bremse mit unserem Gehirn, was so eine Art Katalysatorstelle ist, so wie eben einem Radio Wellen empfängt, eine Frequenz für uns hörbar macht, so ist unser Gehirn auch dafür zuständig, was wir wahrnehmen können und uns von vielem abschotten. Denn auch wie beim Radio, wir freuen uns ja, dass wenn wir eine Frequenz eingestellt haben, dass eine Musik durchkommen kann, hätten wir alle Geräusche gleichzeitig, ja, dann würden wir wahrscheinlich sogar verrückt werden auf dieser Ebene her. Deshalb ist es gut, aber wer gut geschult ist, der kann sich Orchestermusik anhören und kann alle einzelnen Instrumente bewusst wahrnehmen. Und wenn wir diese Entwicklung machen, dann können wir unser Gehirn insofern weiterentwickeln, unsere Wahrnehmung weiterentwickeln, dass wir das ganze Konzert der Möglichkeiten wahrnehmen können, ohne dass es uns stresst und wir viel mehr selbst dann entscheiden, die Verantwortung übernehmen, auf welches Geräusch, welches Musikinstrument tun wir uns dann besser ein. Aber es geht wieder von innen nach außen. Die Entscheidung von innen
nach außen, was will ich machen. Das heißt, es geht nicht ohne das Selbst entdeckt zu haben. Außer, das gibt es auch, aber das, und davon gehe ich jetzt mal hier bei Ihnen nicht aus. Wir wissen durch Filme wie Rain Man, dass es autistische Menschen gibt, da können eben die Streichhölzer auf den Boden fallen, und kann sofort die Zahl sehen. Es gibt Menschen, die können sofort ein Musikstück nachspielen. Das zeigt, welche Fähigkeiten wir alle haben, aber die, die das können, so spezialisiert, bei denen sind alle anderen Dinge schnell abgeschaltet, weil es sonst unmöglich ist, damit zu leben. Und die tun sich ja teilweise selber schwer, eben dann normal allein durch dieses Leben zu kommen, weil wir da manche Dinge eben rausfiltern müssen und uns üben sollen, uns zu entwickeln und freizulegen. Also, der heiße Tipp, wirklich ein bisschen zu reflektieren, immer wieder, selbst, was ist mein Selbst? Das und das passiert jetzt, vor dieser Entscheidung werde ich mich stellen, wie würde mein Selbst das jetzt haben wollen, entscheiden. Es gibt dann keine Reaktion mehr, sondern wirklich, das Selbst antwortet.